Boah, die, vor allem die Straßentekturen. Tekturen. Die Straßentekturen haben richtig gut geladen gerade. Ich fahre da manchmal so rein, um die zu detekten, ob die irgendwas haben. Die Biker haben 100 pro was. Die Biker, einer von denen mindestens. Hält er an? Ja, er hält an. Okay, fährt er jetzt gerade weg oder was soll... Ja. Jetzt hat er also doch irgendwas. So, und da bin ich wieder zu einer neuen Folge von RCPDFA. Wie ihr schon seht, steht da Polizei, stopp. Wir steigen erstmal wieder schön in unseren schönen Wagen hier ein. Wir haben nämlich heute mal wieder unseren schönen Mercedes, denn wir fahren heute... Oh, es wird auch gerade grün, das passt perfekt, aber die haben jetzt auch grün, aber hier will keiner abfahren. Denn wir fahren, ich kann auch gerade einmal kurz nochmal stehen bleiben. Und das anmachen. Denn wir fahren heute ein bisschen auf der Autobahn rum. Um die Autobahn ein bisschen zu sichern, auch wenn gerade nichts los ist. Wieso ist gerade nichts los? Wie viel Uhr ist es? 21.40 Uhr. Ja gut, hinter uns kommen die alle, na gut. Aber okay, wir wechseln mal kurz die Spur. So, das passt doch perfekt. Also, so, jetzt sehe ich wieder was. Und zwar, ja, wir fahren heute einfach ein bisschen auf der Autobahn rum. Gucken, ob hier auf der Autobahn alles in Ordnung ist, weil wir haben jetzt, ich habe jetzt extra den schönen Mercedes ausgewählt, weil der am windschnittigsten aussieht. Sollte das gerade ein... Was war... Alter. Get to the curb before I get angry. So nicht, mein Lieber, so nicht. So, K aber wieder ausmachen, dann habe ich das an und alles klar, mache ich L aus, mache K an, genau, so sollte das eigentlich sein. Was wird das mit seiner Riesenpistole da? Da komme ich eigentlich lang, alles klar. Ich hoffe, ich falle da gleich nicht durch irgendeinen Bug runter, das wäre richtig scheiße. F10. Can I see some idea, please? Wade Rogers, alles klar. Ich komme gleich mal wieder. Bis gleich. Bin gleich wieder da. Gucken wir mal einmal kurz. Ich glaube, ich fahre mal kurz ein Stück an der Seite. Damit ich gleich besser aussteigen kann. Das war knapp, ja, ein Jüngchen. Das war knapp. Also, wie heißt der? Wade. What? Gears. Null Dings Experience. Ja, gut, das war's eigentlich schon. Ich gucke, müsste nur noch einmal gucken, was die nette Amend hat. Amand Wolfe. So, Amand Wolfe. Enter auch noch drücken. Das wäre auch schlau. Sie, bei ihr ist alles in Ordnung. Nur sie müssen jetzt leider aussteigen, denn ihr Fahrer hat keine Driver-Lizenzen. Hä, da ist da noch einer drin. Der sieht mir aber mal sehr verdächtig aus. Aber okay. Aber auf jeden Fall müssen sie aus dem Auto raus. F10. Sie sind Auto gefahren ohne eine Fahrererlaubnis. Was hat er gerade gesagt? Ich habe es nicht gesehen, was da stand. Sie können einmal kurz stehen bleiben. Hallo, bleiben Sie mal bitte kurz stehen. Hallo, hallo, hey. Sie da, bleiben Sie, halt. Hey, Sie da. Okay. Dann Sie da bitte einmal kurz. Ja, so, da bin ich wieder. So. Das Spiel ist gerade abgeschmiert. Warum ist, steht da was drauf? Gut, egal. Das Spiel ist gerade abgeschmiert. Dann sage ich so, fahre ich noch mal einmal kurz zu der nächsten
Polizeirevier und nehme dann wieder meine Streife auf. Und wo war ich gerade? Achso, dass sie einsteigen sollte. Ja gut, das kann ich jetzt erst nicht weiterreden. Und heute hatte ich nämlich eigentlich ein, das heißt eigentlich, ich hatte ein Thema für heute. Und zwar, also ist nicht, ach egal. Und zwar, das Thema für heute, ich möchte mal ein bisschen mit vor allen Dingen Mist, das wäre richtig geil, nein. Moment, ich muss kurz einmal gucken. Will der gerade echt einsteigen? Dispatch, they're in a car. Suspect is now driving a black Voodoo. Okay, ich muss mich kurz ganz ein bisschen konzentrieren. Tut mir leid, ich muss mich kurz ein bisschen konzentrieren. Da ist sogar schon ein Kollege von mir, der nicht fahren kann, weil ich ihn einfach in der Kurve überholt habe. Ich kann dich nicht abschießen, weil aus dem Auto kann ich nicht schießen, weil das so gemoddet ist, so schlecht gemoddet ist. Kommt er wieder auf die Beine? Ja gut, ist alles in Ordnung. Als hätte ich gerade einen Krankenwagen angefordert. Aber okay, stehen bleiben jetzt Polizei. Finden Sie das nicht? So, jetzt muss ich nur kurz einmal hier Platz haben zum Aussteigen. Damit ich aussteigen kann. Und ihn jetzt schön anhalten kann und aus dem Auto ziehen kann. Wie, der schlägt den jetzt. Der schlägt den einfach. Junge, hör auf. Junge, ganz ruhig. Bleib ruhig. Brauchst ihn nicht schlagen, mein Junge. So, hands up. Ich weiß auch nicht, wie man Taser aktiviert. Das finde ich richtig doof, dass ich keinen Taser aktiviert habe. So. Weil eigentlich wollten wir ja nur zur Polizeiwache. Aber okay. Genau. Und ich wollte reden. Über. Oh, Hilfe, das war knapp. Nein, nicht Etsy. Ich habe eigentlich ausgestellt mit Etsy. Also, ich habe eingestellt, dass Einsätze kommen von 30 Sekunden bis 200 Sekunden. Und keine C-Einsätze, aber. Cool, es kommen anscheinend immer noch Zieleinsätze. Aber okay. Was ich eigentlich sagen wollte, was ich jetzt schon 5 Minuten versucht habe, ist, dass ich heute über den netten Herrn Gates reden würde. Also, eher gesagt Bill Gates. Weil wer den nicht kennt, der hat echt richtig was verpasst. Also das Bill Gates, falls den jetzt wirklich irgendwer weil Baum nicht kennen sollte. Oh, Alt-U. Ach, hier ist uns eh nichts. Gut, dann. Das ist, gut zu hören, das ist der reichste Mensch of the world. Das ist einfach der reicheste Mensch, ja. Das ist der reicheste Mensch der Welt. Der lebt mit US-Dollar. Und darum, warte, ich muss jetzt einmal kurz gucken, wie ich wieder auf eine Strecke komme. Da irgendwo. Der lebt mit US-Dollar. Und der hat 40, nein, nicht 1000, nicht Millionen, Milliarden. 40 Milliarden US-Dollar. Stellt euch das mal vor. Und ein Dollar ist gerade bisschen mehr als ein Euro. Das heißt, er hat mehr als 40... Oh, da war rot. Naja, gut. Er hat mehr als 40 Milliarden Euro.
40 Milliarden. Das ist mal eine Zahl. Ich meine, stellt euch vor, Deutschland, die Nationalmannschaft von Deutschland Fußball. Habt ihr grün? Hatte ich rot? Was ist das für eine Scheiße hier? Mensch, GTA 4. Scheiß Programmierung hier. Die Nationalmannschaft von Deutschland, okay, gewinnt. Dieses Jahr hat er auch genommen, vor allen Dingen. Gewonnen 2015, jetzt bin ich hier. Aber... Hä, wo ist denn hier die Autobahn? Ich weiß gar nicht, wo die Autobahn ist. Hä, wo, lol. Warte, ich fahr mal ein bisschen hier hoch kurz. Wieso fahre ich jetzt eigentlich wieder so doof? Na, Gott. Ich guck noch mal kurz, wie die Autobahn ist. Ich will dahin, will ich. Oder auch nicht. Ja, alles klar. Da hat sich das auch wieder erledigt. ja gut, also die Nationalmannschaft von Deutschland hat einfach... Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll gerade. Bin ich gerade echt zu doof, um auf der Autobahn zu fahren? Warte mal kurz. Da fahre ich nämlich. Das tut mir jetzt leid. Scheiße. Gut, dann fahre ich hier nämlich wenigstens lang, dass ich das hier lang fahren darf. So, jetzt bin ich auf der Autobahn. Also, die Nationalmannschaft von Deutschland gewinnt einfach ein paar Spiele in Deutschland halt. Und dann klingelt mein Handy. Nein. Und dann sind sie Weltmeister. Welt. Nicht Europa, nein. Weltmeister. Von der ganzen Welt die beste Fußballmannschaft. Okay. Es ist hammergeil gewesen. Wirklich. Aber das war knapp. Den Sieg haben wir sogar in Ägypten gefeiert, weil wir waren da gerade im Urlaub. Und in... War das Ägypten oder war es Türkei? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir es im Urlaub gefeiert, haben dann das Spiel auf Englisch geguckt. Und weil die im Hotel das nicht auf Deutsch stellen wollten, weil es waren viele, 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 viele Deutsche da. Und es waren... Das kann ich nur mal... Okay, ich will mal grob schätzen, dass das ein Bug war. Dass ich den jetzt nicht anhalte, weil das nur ein Bug ist. Das tut mir leid. Also, es waren vielleicht 10, 15 Argentinier dabei. Also, das war wirklich gar nichts. Aber nein, die wollten sich auf Deutsch stellen. Okay, kann man nichts machen. Auf jeden Fall, obwohl die einen deutschen Länder hatten, ne? Okay, auf jeden Fall, ja, die werden Weltmeister. Richtig hammergeil. Und dann, kommt da wieder so eine, Bill Gates kommt dann. Also nicht dann, sondern er war, ach egal. Dann stellt euch mal Bill Gates vor. Der ist vom Vermögen her Weltranglisten, Weltranglisten vom Vermögen her steht er auf Platz 1. Also auf Platz 1. Das ist ganz, ganz, ganz oben. Also, das ist mal richtig Hammer. Und wie viel Geld er hat, habe ich nachgeguckt. Der ist der Entwickler von Minecraft. Von Minecraft. Mhm. Darum hat er auch 40 Milliarden. Mhm. Von Minecraft. Mhm. Nein, von Microsoft. Und der hat halt 40 Milliarden US-Dollar. Und davon, der ist also nicht so ein richtig geiziger Typ, davon, was machen die ganzen Müllwagen hier? Davon spendet er an normale Organisationen. Ich dachte gerade, hä? Hab ich gerade Stände bekommen?
Wir nehmen, müssen kurz einmal zum Jobdeal. Und, ja, steht einfach ganz oben. Was wollte ich jetzt sagen? Nein, ich hab's vergessen. Das war schlau, ja. Das war sehr schlau. Wo sind die Suspects? Oh, da sind sie. Ich hab sie gesehen. Backup. Ich brauche einen Newskin, bitte schnell. Ist nur einer? Ich glaube, es ist nur einer. Brauche kein neues Team mehr. Oh, die beiden haben sich ergeben. Alles klar. Dass so welche Leute sich ergeben, hätte ich nicht gedacht. Gut, ich glaube, das neues Team kann wieder abrücken. Mit welchem Auto ist neues gekommen? Mit gar keinem Auto ist auch in Ordnung. Nee, doch, mit einem ganz normalen Auto da, oder? Ist doch so die neues. Ne, ist es nicht, alles klar. Ja gut, die beiden werden abtransportiert. Ja, bei ihm kann ich nichts mehr machen, das heißt, das wird jetzt geregelt von denen. Gut, also. Jetzt habe ich leider vergessen, was ich sagen wollte mit Weltranglisten-Erster. Ach genau, von der Entwickler von Microsoft. Der hat 40 Milliarden. Jetzt, das war doch richtig, oder? Doch. Kollege, mach's mal auf. Gut, dann nicht. 40 Milliarden US-Dollar und davon spendet er an Gemeinde, ja, vor allen Dingen an Gemeindeoptionen, nein, von Organisation, von Organisation spendet er, oder hat er schon gespendet, 28 Milliarden, ich komme auf dieser Skala nicht klar, da ist er selber schuld, dass er hier steht. Ich kann ihn auch nichts machen und der steht hier einfach. Das heißt, ich muss leider in meinem Kopf schießen. Da steht der andere. War das nicht gut, Alter? Von hier mit einer ganz normalen Pistole. Das war mal richtig geil. Hat er 28 Milliarden schon gespendet. Das ist so hammer viel. Stell dir mal vor, du hast einfach 28 Milliarden. Stell dir mal vor, du hast eine Milliarde. Das sind 100.000 Millionen. Alter, das ist so hammer viel Geld. Das ist, Alter, das gibt's gar nicht. Das ist echt so hammer viel Geld. Aber okay, ne? Also spätestens jetzt müsstet ihr den Bill Gates kennen. Und falls ihr den immer noch nicht so vom Auge habt, Alter. Dann könnt ihr ihn auch einfach googeln. Der ist überall auf Google, weil den kennt einfach jeder. Das ist normal, dass man so einen Typen kennt. Okay, ich glaube, das war noch gelb. Das lasse ich mal durchgehen bei ihm. So, ja, genau. Das wollte ich jetzt eigentlich einmal kurz nur ansprechen. Falls ich irgendwas vergessen habe, keine Ahnung, dann kommt es im nächsten Part oder so. Oder, keine Ahnung. Auf jeden Fall, scheiße. Alles klar. Ey, dein Fahrzeug ist nicht fahrzeugtüchtig. Ja, fahrzeugtüchtig, genau. Ist nicht road-tüchtig, wie heißt das nochmal? Weiß ich gerade nicht.
Ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen, das würde ich sagen, genau. Weil sein Fahrzeug da so hinten so eine Beule drin hat. Die ich ihm zwar hinzugefügt habe, aber okay. Das lassen wir mal außen vor. Ist der gerade wieder vorne reingefahren? Hat der da jetzt eine Beule? Mein Freundchen, ne? Die Polizei, dein Freund. Und Hilfe! So, so. Dann darf ich hier nämlich einmal kurz rüber. Und hier lang. Okay, das war der Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Pull over. Now. War ich eigentlich gerade wieder. Gut, das wollte ich direkt nicht. Genau das wollte ich nicht. Soll ich vielleicht doch da lang fahren. Und ich will hier ordentlich spielen. Ja, sieht man, wie ich fahre. Aber gut. Boah, die, vor allem die Straßentekturen. Die Straßentekturen haben richtig gut geladen gerade. Ich fahre da manchmal so rein, um die zu detekten, ob die irgendwas haben. Die Biker haben 100 pro was. Die Biker, einer von denen mindestens. Hält er an? Ja, er hält an. Er nicht? Er hält auch an. Alter, das kann nicht sein, dass die Biker nichts haben. Okay, dann warte ich kurz auf den Biker hier. Was? Partner? Out of my way. Police business. Why are we waiting here? I got things to do. Was geht mit dir ab? Motorradfahrer. Okay, Please pull over. Fährt er jetzt gerade weg oder was soll? Ja. Jetzt hat er also doch irgendwas. Ich bräuchte bitte einmal kurz eine kleine Verstärkung. Alter, was gibt mit dem? Ein Helikopter wäre auch nicht schlecht. Damit ich ihn... Alter, wie schnell der fährt. Air Support is on route. Nicht gut. Nein, ich dachte, er fährt hier lang. Shit. Alter, das ist mal wieder eine Verfolgungsjagd. Hier. Da oben ist auch der Heli. Nein, das war knapp. Wo ist der Heli? Ich sehe den Heli nicht. Wäre mal gut, wenn ich... Oh, beste Polizei ever. Einfach alles umfahren. Wenn ich Bodenunterstützung kriege, wäre es auch recht nice. Jetzt. Okay, alle Räder kaputt. Ich tue gerade viel verrückt die E-Taste, aber irgendwie bringt das nicht allzu viel. Und da sind meine Kollegen auch eingeparkt. Ist doch toll. Alles klar, ich glaube, das bringt nichts. Dann schmeiße ich ihn mal kurz hier runter. Mein Kollege setzt sich einfach daneben, Alter. Wollte ich eigentlich gar nicht so drauf. Na, Kollege. Buddy, hä?
Gut, das war's dann wohl. Dich nehmen wir mal kurz selber mit. Wechsel da ein. Hallo? Sollst du jetzt mal einsteigen, mein Kollege? Kollege? Du sollst da einsteigen. Der hat noch eine Pistole in der Hand. Was geht mit dem? Wie hat der noch eine Pistole in der Hand? Heilige Waldfee. Gut, wenn er nicht in unser Auto reinpasst, weil er etwas breiter ist, dann fahren wir halt allein nach Hause. So, der nimmt ihn auch mit, das ist toll. Das heißt, wir können jetzt erstmal... Oh, Alter, was hier abgeht. Warte, ich habe eine Idee, was ich einmal kurz machen kann, damit hier das alles ein bisschen... So, ihr seht, ich bin... Ich bin Police, ne, das seht ihr. Das heißt, ich kann hier und auf... aufsteigen gehen. Genau, und hier drauf. So, jetzt sollten sie eigentlich alle abhauen. Naja, gut. Besser oder weniger als ich dachte, aber okay. Auf jeden Fall können wir die auf das war gut. Auf unseren nächsten Einsatz warten. Der jeden Moment kommen sollte. Weil ich verstehe es echt nicht, dass das nicht funktioniert mit dem. Mit dem. Dass ich da. Oh. Jetzt runter weg hier, oder was? Ja, okay, dann lasse ich das mal kurz. Ich habe ihn ja auch angefahren. Stopp mal kurz. Kollege, wieso rennst du weg? Der hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Wieso schießt du auf ihn? Mugging, Junge, Mugging. Okay, kein Mugging. Wo versteckst du dich jetzt hinter? Einfach hinter gar nichts. Der ist etwas betrunken hier, Junge. Junge, Sie sind etwas... Einmal, bitte. Ich möchte bitte einmal... Hallo, was passiert hier gerade? Achso, das war der... Dings, ne? Der Typ, der meine extra Aktion wäre. Und was habe ich gefunden? You found nothing. Aber so in normal GTA würde ich sowieso sofort festgenommen werden. Das heißt, sie sind festgenommen, weil sie mit dem braunen Auto gefahren sind. Das habe ich gesehen. And don't move. Okay, rein weg. Was passiert, wenn ich so mache? Alles klar, was passiert, wenn ich so mache? Jungs, hä? Jungs? Was passiert? Hände hoch oder rennt er nur weg? Er geht weg. Das heißt, den möchte ich bitte einmal. Hallo. Causing trouble. Haben wir. Habe ich mal kurz angenommen, weil ich möchte ihn einmal nur kurz frisken.
Ja, komm, beeil dich ein Stück. So, und einmal einsteigen, auf meinen Kollegen warten. Steig ein. Und los geht's. Mit unserem Homeless Causing Trouble. Jetzt rechts rum und dann müssen wir da sein. Das müsste irgendwo hier in dieser Nähe sein. Was geht mit euch ab da unten? Kollegas, ich glaube nicht, dass ihr das machen sollt, was ihr hier macht. Deshalb bitte einmal alle abhauen. Habt ihr mich verstanden? Let's go. Gut, er rennt weg, aber ihr seid nicht gemeint. Du hast am meisten Trouble gemacht, das heißt, dich untersuche ich mal kurz. Wieso sage ich eigentlich immer untersuchen? Das ist nicht untersuchen. Aber gut. Und was hast du so Schönes in deinen Hosentaschen? Ja, gut, das... Da wollte ich auch nicht mehr gucken. Du bist sofort festgenommen. Stone Credit Card, das war's mit dir, mein Freundchen, das war's, das war's. Ich lasse mir jetzt mal von jedem die, der hat ein Messer in der Hand. Ich hoffe, dass ich das jetzt finde und ihm abnehmen werde. Wieso rennt der weg? Hallo Junge. Ich habe mein Messer, ich habe meinen Kopf gerade im Messer. Okay, you come with me, das heißt. So, das war's mit ihm. Er ist Stolen Credit Card, ne, das. Wieso rennt er jetzt weg? Ach gut, er soll auch wegrennen, rein theoretisch. Alles klar, ist ja nicht mehr im Fenster. Du bist festgenommen. Dich nehmen wir mal selber mit. Du bleibst aber erst noch hier, bitte. Obwohl, ich kann mir kurz nach da oben bringen. Also steigst du mal bitte ein. Dankeschön. So, du aber nicht, Kollege. Wir müssen noch hier bei ihm hier bleiben. So, ich drücke mal Alt O. Dann habe ich so einen schönen Kaffeebecher in der Hand. You found nothing. Du bist der Einzige, bei dem ich nichts gefunden habe. Dann brauche ich mal bitte kurz eine, ID. Alles klar, Benetta Estran. Ne, Estrada oder so. F12. Kleinen Moment. Bennett Estrada. Bennett Estrada. Drei Kosten, Wild, he stopped in the und no active rounds. Alles klar. Sie sind vorläufig entlassen. F10 und nein, nicht F10. Obwohl doch, wenn ich könnte ihm rein theoretisch eine Strafe geben. Weil er hier Scheiße gebaut hat. So, bitte einmal hier. So, vor allem, woher hat er die 40 Dollar? Aber egal. F11. F10. All civilians must evacuate the area at once. Das war's. Zwei waren kriminell. Einer ist abgehauen und einer war ganz normal. Also was heißt ganz normal? Also halt. Ne? War halt nichts an ihm. Kollege. Kollege, bleib bitte kurz stehen. Du bist festgenommen.
Gut. Das macht er schon. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal hier zum nächsten Polizeirevier. Boah, hätte ich das nicht getroffen, wäre ich voll gegen gefahren. Volle Kanne gegen. Alles klar. Dann sage ich so, war es das für diese Folge LCPDFA. Es waren wieder ein paar mehr Einsätze, aber immer noch nicht so viele, wie ich wollte. Ich weiß nicht, wieso das nicht funktioniert. Aber gut, dann war es erstmal für diese Folge LCPDFA. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Mir macht dieses Spiel einfach hammermäßig geil. Haben die gerade das gleiche gemacht, die beiden? Mir macht das Spiel einfach hammermäßig Spaß. Und ich weiß schon, was wir in der nächsten Folge machen können. Boah, darauf hätte ich richtig Bock gerade. Alles klar, dann machen wir es in der nächsten Folge. Das, was ich machen wollte, seid gespannt. Und ich glaube, das war jetzt gar nicht so richtig Autobahnpolizei, was ich gemacht habe. Aber gut. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und kleiner Moment. So, der hat irgendwie... Alter, wieso haben die alle was? Nee, jetzt kann ich gerade nicht. Die haben eigentlich normalerweise alle was. Weil die gerade überall dahin gegangen sind. Zu ihm kann ich kurz noch einmal gehen. Ach, die beiden haben was. Die beiden machen was. Hey, guck mal hier, ist Polizei. Guck mal hier. Haben die gerade um sich geguckt? Guck mal, was hier ist. Guck mal, was hier steht. Die haben sich das gerade echt übergeben. Gut, der tut so, als hätte er sich wehgetan. Das war's, Kollege. Er hat gleich hier auf Wartetour gemacht, hat sich gleich hier. Gut, und dann war's das für diese Folge L3PDFA. Und dann sage ich nur, bis zur nächsten Folge von LCPDFA und haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao ciao.